Moin moin Leute und ein kräftiges Moin moin hinterher. Ich habe den dritten auch, den letzten. Ganashi. Das ist Raspberry. She's Curry. Raspberry was kein. Raspberry, Raspberry. Raspberry müsste Himbeere sein. Himbeere, also Käsekuchen, so ein Quarkkuchen, so ein Käsekuchen, Quarkkuchen in mit Himbeere. Wenn ich es richtig übersetzt habe. Ja. Krieg durch. Hamburg. Die werden in Hamburg hergestellt. Da, wo Monte in der Nähe wohnt. Mal dran riechen. Ich kaum. Esse ich, also. Kaum nach das, was draufsteht. Der riecht. Wie einer in der Schicht drin, auch der riecht ein bisschen wieder von Aldi. Der neutral, keinen Geschmack hat. Der so leichten Geschmack hat. Der ist ja sicher zuckerfrei von Aldi. Aber wenn ich länger kann, riecht vielleicht. Kleingeruch hat er vielleicht schon. Bisschen. Vielleicht ein klitzeklitzeklein. Mehr, wenn ich mich nicht täusche, aber recht kaum, recht kaum. Wo ich sage, wie er mir schmeckt, will ich haben von euch. 500 Likes. Also mal ein bisschen liken, wäre nett. Heute an so einem schönen warmen Tag, wo ich jetzt wieder aufnehme. Heute ist der 11.9. Ja, war für ein Tag. Das ist heiß. Heiß, heiß, heiß. Sehr heiß. Also, ich sag mal so, der schmeckt besser als der blaue. Also der blaue ist ja richtig schrecklich. Und der hier? Also. Cheesecake. Also so nach Käsekuchen, was es sein soll. Also nach Käsekuchen, so wie ich den Quarkkuchen kenne, das Rezept von meiner Mutter, schmeckt das schon mal nicht. Leicht Himbeere. Ja, leicht himbeerisch. Ein bisschen ganz leichter Geschmack Himbeere. Würde ich sagen. Also den Käsekuchen schmeckt man nicht raus. Da ist wieder Süßstoff drin. Ich finde, Süßstoff ist eigentlich in Ordnung.
Alle sagen, mein Speck dient sich doch immer doll raus. Ich speck ihn auch ein klein bisschen raus, aber nicht so stark, wie ich ihn früher rausgeschmeckt habe. Früher habe ich ihn richtig doll rausgeschmeckt. Und da ich seit 10 Jahren, seit knapp 10 Jahren, nur noch zuckerfreie Cola trinke und zuckerfreie Getränke meistens, auch mal Saft, aber sehr selten. Meistens zuckerfreie Getränke. Ja. Habe ich mich an den Süßstoff schon dran gewöhnt. Einfach dran gewöhnt. Man, das ist eine Gewöhnungssache. Das ist der zweitbeste. Den kann man wieder kaufen. Aber den ersten, den ich getestet habe, der Orange, glaubt, das ist Orange. Oh, fast umgekippt. Fast. Fast umgekippt. Der Orange. Ja. Der Orange schmeckt am besten. Der Rote schmeckt am zweitbesten. Und der Blaue. Den Roten kann man nochmal kaufen. Nicht unbedingt, aber man kann ihn nochmal kaufen und trinken. Aber den blauen, den mit Kokosnuss drin, der schmeckt so eklig. Den würde ich nicht, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Und für 1,49 ist zwar billiger als andere Energy Drinks. Also, wenn die anderen nicht mehr angeboten sind. Weil normal kostet, normal, also der ist genauso teuer wie der Monster, den ich mir kaufe. Sonst kaufe. Monster kaufe ich aber nur, wenn er im Angebot ist. Also für 99 Cent, 88 Cent oder so. 99 oder 88 Cent. Hier. Und gibt es auch diesen teureren. Für 1,79 den. Entschuldigung. Boah, diese Kohlensäure. Die merkt man gar nicht so, aber. Ja. Irgendwie aufstoßen. Also den Rockstar Energy, den mag ich ja gar nicht. Und der kostet 1,79, also ist der schon mal billiger. Aber leider ist der hier vielleicht irgendwann mal Angebot, wenn er mal Angebot wäre. Aber meine Rewe gibt es hier nicht. Deswegen musste ich zum anderen Rewe und sie mir holen. Die beiden, die mir noch fehlten. Also, der Rote geht. Also, wenn das auf dem Markt bleibt. Wenn er sich durchsetzt und auf dem Markt bleibt, der Orange und der Rote, ja? Wenn die länger auf dem Markt bleibt, kann man sich ab und zu mal holen. Ab und zu. Sonst ist das auf Dauer ein bisschen zu teuer. Ich bin auch nicht reich. Davon muss man ja ausgehen. Oh, steht da einfach, ich finde es auch ein bisschen doof, dass in fast jeden Laden irgendwo steht, aber bei mir war Rewe nie. Eiskalt muss man ihn genießen. Schmeckt gut. Energie trinkt man immer nur eiskalt. Das war's. Meine Damen und Herren, ihr könnt doch mal liken nochmal vergessen. Liken, liken, liken.
abonnieren. Und alles weitere wisst ihr unter dem Video. In der, ja, ist das da unten? Da unten ab, links. Heute an diesem schönen Tag sagt die Uhr, die Ehrenuhr, auf Wiedersehen, bleibt mir gewogen und haut rein. Schaut euch noch ein anderes Video von mir an. Ich habe noch viele, viele, viele andere Videos. Fast 750 Videos. Haut euch hier rein. Dann habt ihr stundenlang Spaß. Haut rein. Bis denne. Eure Ehrenuhr.